Schönen guten Abend aus dem Presseraum der Energieverbund Arena. Nach dem Heimspiel der Dresdner Eislöwen gegen den ESV Kaufbeuren, Endstand 2:6. Vorne Platz genommen haben die beiden Trainer Rob Hellen für den ESV Kaufbeuren und für die Dresdner Eislöwen Rico Rossi. Wir starten mit dem Trainer. Rob, your statement please after the win here in Dresden. Yeah, I thought our team as a whole managed the puck very well. I thought we played all three zones. I thought we were very balanced in the offensive zone, and I thought we were very balanced in the neutral zone, which in our D zone we got pucks out and we made some plays. So, you know, the biggest thing for us is to stay balanced and to help our D out. We have some inexperienced D. We have some very, very young D. We have a 17-year-old D that plays a lot of minutes. And so if our forwards aren't back helping these people, then we'll struggle. So the last two games, we really managed pucks and we were balanced in all three zones. Der ESV Kaufbeuren hat in allen drei Zonen gut gespielt, vor allem aus der Abwehr heraus gut herausgespielt. Das hat es dann im Mitteldrittel und auch im Angriffsdrittel einfacher gemacht. Und die Stürmer haben gut mit nach hinten gearbeitet, haben der häufig jungen Abwehr auch geholfen. Es spielt ein 17-Jähriger mit beim ESV Kaufbeuren und das hilft dann natürlich, wenn alle mit nach hinten arbeiten, um dann auch gut aus der eigenen Zone rauszukommen. Rico. Die Heimniederlage heute gegen den ESV Kaufbeuren, eigentlich wollten wir Revanche nehmen für die Niederlage zum Saisonauftakt. Warum hat es heute nicht geklappt? Ja gut, ich gebe die Rob recht. Seine Mannschaft hat die Scheibe gut gemanagt, meine Mannschaft hat die Scheibe nicht gut gemanagt. Wir haben versucht, dem Spiel zu machen, was wir will, aber die waren nicht gut ausgeführt. Die Arbeit ist da, auf jeden Fall. Und das ist, was passiert zu einer Mannschaft, wenn du nach Niederlage, man fängt an, ein bisschen im Kopf zu spielen und die Ausführung von dem Spiel ist nicht, was man kann normalerweise machen. So, sicherlich wieder eine schwere Situation für uns, aber wie gesagt, wir müssen wieder unseren Kopf hochholen und wir müssen diesen Spiel führen in den Weg, das wir wollen. Und das ist mit harter Arbeit. Und dann das ist auch mit technischer Arbeit. Und das heißt, wir gesehen, dass du siehst, die Ackern, die arbeiten, siehst du Maracek und Trattner und Kiss und auch die anderen hatten das gemacht, nicht nur die Jungen. Aber wir führen die Scheibe selbst aus dem Rudel und das müssen wir besser machen. Danke, Rico. Kommen wir zu den Fragen der Presse. Enrico Lucke und Tim Schlegel von der Morgenpost und von der Bild-Zeitung haben gefragt, wo war der Wille ab dem zweiten Drittel, die Partie zu gewinnen? Hast du es auch so gesehen, dass der Wille diesmal ein bisschen gefehlt hat? Ja, ich habe gesehen, dass die Gegner, wie gesagt, die managen die Scheibe sehr gut. Und wenn die das machen und die sind breit, dann ist es schwer, dein Vorchecking zu installieren, weil die machen keinen Fehlpass. Und das ganze Konzept ist mit deinem Vorcheck, ist, dass du provozierst eine Failure vom Gegner mit Zeit und Raum. Und wie Rob gesagt hat, die Mannschaft hat das sehr gut gemanagt. Weiter von Enrico Lucke von der Morgenpost. Die Reihenumstellung, die du heute vorgenommen hast, war die ein bisschen kontraproduktiv? Hat das nicht so gut funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Ja gut, ich sehe keinen Vorteil, keinen Nachteil. Wir sind immer auf unsere niedrigen 2 Tore pro Spiel. Wie sind die Stockfehler, gerade wie vor dem 2:5 zu erklären? Ebenfalls die Frage von Enrico Lucke. Ja, genau. Das ist, was wir schon vorher gesagt haben. Diese Ausführung von dem Spiel, weil die Pass von Dotsi zu Upi ist eigentlich nicht die falsche Entscheidung. Das wäre ein Teil von diesem Bump Pass zu machen. Die Problem ist die Ausführung von dieser Entscheidung. So, ich habe kein Problem, wenn die Jungs versuchen, dem Spiel und den Taktus zu ausführen und die haben Probleme, das zu ausführen. Die Idee war korrekt, die Ausführung war falsch. Vielen Dank, Rico. Thank you, Rob. Für unsere Eislöwen geht es dann am Dienstag weiter mit dem Auswärtsspiel, dem Sachsen-Derby bei den Lausitzer Füchsen in Weißwasser und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag sehen wir uns hier wieder zum Heimspiel gegen die Eispiraten Krimmitschau. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben über Spray TV. Safe Travels Home. Rob, thank you. Danke. Guten Abend.